Servus Reisefreunde, der Schorsch und Tour war wieder unterwegs. Diesmal mit meinem Kumpel Ludwig zum Basketballspiel nach Bamberg. Die Fahrt nach Bamberg verlief sehr ruhig. In Bamberg angekommen, haben wir im Welcome Kongresshotel in Bamberg eingecheckt. Ein sehr schönes, großes Hotel, bei dem ich früher schon mal auf einer Jahreshauptversammlung meiner Innung war. Danach machten wir uns zu Fuß auf dem Weg in die Altstadt von Bamberg. Über den Fluss ging es über die kleine Europabrücke, vorbei am Kongresszentrum, bis zum kleinen Venedig von Bamberg. Hier sind die Häuser direkt am Wasser und haben einen schönen Zugang mit dem Boot. In der Altstadt angekommen, haben wir uns erstmal ein Lokal gesucht. Im Ahörnler, eine schöne Brauereigaststätte, haben wir das passende gefunden. Wir haben uns erst ein Bier bestellt und dann ein leckeres Essen. Die Bedienung Paula war sehr nett und wir hatten viel Spaß in diesem Lokal. Auch das Essen sah nicht nur lecker aus, sondern schmeckte sehr gut. Auf dem Nachbartisch haben wir den Jägermeisterclub aus Eslang getroffen. Mit ihnen hatten wir noch ein paar schöne Stunden zusammen im Ahörnler. Schön, dass wir euch getroffen haben. Danach ging es weiter mit einer kleinen Stadtbesichtigung um Bamberg. Vorbei am Schlenkerler, die Traditionsgaststätte mit dem berühmten Rauchbier, das haben wir kurz besucht, aber leider nichts mehr getrunken. Danach ging es weiter zum alten Rathaus und den schönen Brücken, die es in Bamberg überall zu sehen gibt. Das Wasser war leider etwas schmutzig, da der Regen sehr viel Schlamm mitgeschleppt hat. Bamberg ist eine sehr schöne historische Stadt und lädt immer wieder zu einem Besuch ein. Auch ich war nun schon mehrmals in Bamberg. Von der Altstadt ging es dann in die Fußgängerzone der Neustadt und wieder zurück zur Altstadt. Danach sind wir ins Café Zuckerstück eingekehrt. Auch hier war ich schon mal. Ein sehr schönes kleines Café mit leckeren selbstgemachten Kuchen. Zurück im Hotel machten wir uns mit dem Auto auf dem Weg zur Brose Arena. Hier fand das Basketball-Bundesligaspiel Brose Bamberg gegen Basket Würzburg statt. Der 8. gegen den 9. Es ging um die Relegationsplätze. Vorbei am Fanshop sah man einige Großplakate mit den Spielern. Es gab Essen und Getränke zu kaufen und dann ging es hinein in die Arena. Es war das erste Mal live bei einem Basketballspiel. Die Spieler beider Mannschaften haben sich bereits warm gemacht und ihre ersten Körbe geworfen. Das Stadion umfasst ca. 6.700 Sitzplätze und zum heutigen Spiel kamen 4.500. Nun kam es immer näher zum Beginn des Spiels. Die Spieler liefen sich nochmal warm, machten Übungen und dann begann es mit der offiziellen Eröffnung. Die Spieler wurden namentlich vorgestellt. Basketballspieler sind alle sehr groß. Der kleinste war mit 1,80 Meter und der größte mit 2,18 Meter. Auf dem Feld fällt das gar nicht so auf, da alle so groß sind. Aber wenn sie einem gegenüberstehen, merkt man doch ihre Größe.
Mannschaften bestehen zu halb Amerikanern und aus Deutschen. Dann kam es zum Spielbeginn. Würzburg holte sich den Rebound und es ging gleich los auf dem Korb. Bamberg spielte in Rot, Würzburg in Weiß. Im ersten Viertel verlief es relativ gut für Bamberg und das Spiel war sehr knapp. Während der Auszeit traten die Cheerleader-Gruppen auf. Dies unterhielt natürlich auch die Zuschauer und hat uns auch gefallen. Im zweiten Drittel konnte sich Bamberg sogar mit einigen Punkten absetzen. Einmal sogar 12 Punkte Vorsprung. Doch im dritten Drittel kamen die Würzburger wieder näher ran. Und zum Ende wurde es ganz knapp. Kurz vor Ende führte Bamberg 88 zu 84 und es waren nur noch 107 Sekunden zu spielen. Und tatsächlich schafften es die Würzburger mit zwei Freiwürfen und einem Korb noch zum Unentschieden, 88 zu 88. Hier der entscheidende Angriff. Es gab Freiwürfe und Würzburg konnte den Abstand verkürzen. Durch eine nochmalige Auszeit setzte der Trainer von Würzburg alles daran, diese ausgleichenden Punkte noch zu bekommen. Was fast für unmöglich erschien, passierte nun doch. Würzburg erhielt nochmal die Chance und warf tatsächlich den entscheidenden Korb zum 88 zu 88. Danach ging es in die Verlängerung. Es wurden nochmal 5 Minuten gespielt, aber die Konzentration bei Bamberg ließ nach und Würzburg konnte einen sicheren Sieg nach Hause fahren. Der Endstand war 99 zu 106 und somit auch bessere Chancen für die Würzburger für die Relegation. Nach dem Spiel gingen wir noch in die Hotelgaststätte Flückers, wo wir uns noch einen Whisky Cola und ein Bierchen gönnten. Danach gingen wir schlafen. Am nächsten Morgen gingen wir zum Frühstücksbuffet und auch hier waren noch einige Spieler, die im Hotel übernachtet haben, zu sehen. Nach einem ausgiebigen, leckeren Frühstück haben wir uns wieder auf dem Nachhauseweg gemacht. Euer Schorsch und Tour sagt Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen drücken und Kanal abonnieren.